charge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. Yeah, we'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is a Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. You never hear the bastard coming. You're sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three! Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Da hat sich Cole schon einen Namen gemacht, na Mensch. Weiße Schuhe und ein Mord. Wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, ein nacktes Opfer, ein weibliches. Betrunken. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Die Fremont Avenue ist irgendwie öfter mal mit drin. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. Neuer Brief? Der würde mich interessieren. Na ja, gut. Ich muss aber sagen, auch wenn Galloway ein ziemlicher Kauz ist, mit dem komme ich bald am besten klar von dem bisherigen. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, California's love affair, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send. Ja, von den bisherigen Kollegen meine ich, würde ich sagen, auch wenn er ein ziemlicher Kauz ist, ist der bisher noch am sympathischsten. Na, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Vielleicht komme ich auch noch mit ihm aneinander. Sunny California. Stop. Du, weißt du, wenn ich momentan so in die Nachrichten schaue, die jetzigen Los Angeles, wie heißt eigentlich, die Bewohner von Los Angeles, nennen wir es mal so, die Los Angelaner, ich habe keine Ahnung, wie die es sich eigentlich nennen, Angelieros, die würden sich extrem freuen über ein bisschen Regen, denn dort in Kalifornien ist derzeit nicht viel mit Regen. Die haben eine unglaubliche Dürre dort, oh Verzeihung, die haben eine unglaubliche Dürre dort zurzeit und haben echt Probleme mit ihrem Trinkwasser. Die haben halt keins mehr. First the letter, and now another bottle. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. No, Pops, all these arrests and the racket are giving me a reputation. Ich muss mal ganz kurz schauen und das Gespräch unterbrechen, das tut mir sehr leid, aber ich muss rausfinden, ja, das machen wir. Wir müssen dazu nur noch mal kurz zurück anhalten und über die Kreuzung nach links. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows maketh the man. Sorry. Habe ich nicht gerade den Fall angenommen? Na ja, gut, was soll's. The minnows maketh the man. You can't always hit home run. Sometimes you just gotta make first place. Ich fahre einfach mal in die Richtung, wo das war. Mal schauen. Irgendwie konnte ich den Fall jetzt nicht so richtig annehmen, ne? Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt okay ist. Ich bin jetzt auch gerade zu unlustig, nochmal auf die Karte zu schauen. Aha, okay, jetzt wird's mir angezeigt. Wir sind da. Bankraub. Das klingt nach Schießerei. Was ist die Situation? Half a dozen shooters, sir. Cold-blooded sons of bitches. Real professionals. What do you mean? Witnesses say they bounced in, aced the guard, and went straight downstairs. Christ knows who they're working for, but whatever's in that vault, they want it bad. Das klingt, als könnten wir ein bisschen Spaß haben. Schön. Phelps mit seinem typischen Gesichtsausdruck. Ach du Scheiße. So, ich nehme erstmal den links vor.
So. Gut. Ja, die Sache ist, die Schießereien sind in dem Spiel natürlich überhaupt kein Problem. Die sind viel zu leicht eigentlich gestaltet. So, ich gehe da mal hier in Deckung. Du musst dir eine neue suchen, kleiner Kollege. So, wo ist denn noch einer? Da oben haben wir noch einen. Oh, den hat sie aber zerlegt im Gesicht. Okay, haben wir eigentlich noch Muni? Ich weiß es gar nicht. Scheint so. Gut. Ein Dutzend minus 5 macht einen bei mir. Kann das sein? Ich nehme mir mal kurz hier die automatische. Nix da. Schön liegen bleiben. Okay, auf zu. Goddamn stairs. Detective, take the elevator. Alright, I'll wait here. Natürlich, mach ich allein, ist okay. Don't give them a chance to regroup. Wish me luck. Ich denke, es ist ein Dutzend. Dann dürfte nur noch einer übrig sein. Wir haben 5 ausgeschaltet. Na gut. Machen wir es allein. Auf die Rambo-Tour. Wrong floor. Buddies upstairs are dead. That leaves you, pal. So, da ist nur noch einer übrig. Kann das sein? Das sollte nicht so kompliziert werden. Das war's für ihn. Aber offenbar ist immer noch einer übrig. Sind wir mal ein bisschen vorsichtiger, wenn die hier Schrotgewehre haben, ist das ein bisschen gefährlich. Na hallo! So, hier links dürfte noch einer sein. Ich warte erstmal kurz, ob hier... Da ist doch bestimmt einer hinter den Regalen dort, oder? Das war zu erwarten. Na gut. Den einen, den holen wir uns noch. Wow, warte mal. Ah, okay. Komm raus, du Sau. Ich wollte das mal ein bisschen über ihm rumballern. Den Spaß wollte ich mir mal gönnen. Okay. Wie gesagt, die sind viel zu einfach, die Schießereien. Aber das war ja mal ein bisschen Spaß so für zwischendurch, das ist okay. Car 11K. Shots fired, suspects are down. We're code 4 here, but I need an ambulance at Bank of America. 7th and Olive. Notify coroner and detective headquarters. Roger, under ambulance 11K. All units code 4 on the 211 at Bank of America. Code 4. Also mit Cole möchte ich mich nicht anlegen als Gangster. Wenn der irgendwo hinkommt, dann wird's blutig und meistens ab dem Moment dann nicht mehr für die Polizisten. Okay, konzentrieren wir uns wieder auf unseren Fall. Ich bin mal gespannt, ob unsere neue Leiche auch wieder nackt ist. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, was der Chief gesagt hat, wie es denn bei dem neuen Fall aussieht, ob er uns schon irgendwelche Infos gegeben hat. Oder ob er bloß gesagt hat, geht mal dorthin, dort ist was. Wir werden's sehen. Ich mach mal kurz die Sirene an, um alle zu wecken. Die sollen auch alle was davon haben, wenn wir schon mitten in der Nacht arbeiten müssen, ne? Schauen wir mal. Aber ich müsste mal ganz kurz auf die Karte schauen. Okay, 1, 2, 3, 4 große Straßen, also die vierte große Straße links. Und einfach geradeaus. Oh, sorry, ich habe gerade auf den Radar geguckt. Tut mir leid, Taxifahrer. Ich wollte gerade schauen, ob das schon die erste große Straße war. Ich glaube ja, aber ich habe das Auto nicht mitgesehen. Okay, das ist die dritte. Die nächste Kreuzung dann sollte es sein. Wenn ich mich jetzt nicht total vertan habe. Schauen wir mal. Sollte funktionieren. Also so vom Radar sieht es eigentlich ganz gut aus. Immerhin habe ich ja auch die Sirene an. Ne? Warum machen die sich nicht aus dem Weg? Wo ist das denn jetzt schon wieder? Ich meine, wir sind gleich da, eigentlich lohnt sich das überhaupt nicht. Waren wir nicht gerade eben fast genau an dieser Stelle? Gut, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist zu spät. Ihr habt eure Chance gehabt, jetzt nicht mehr. Wir fahren jetzt zu unserem Fall. Ah, hier vorne, okay.
Ach, er fährt uns hin, wir werden eskortiert. Das ist ja sympathisch. I'm stealing myself from what I'm about to see. That'll just be another dead body, man. We used to sing. There's a gig when we worked on homicide. Tja, leider ist das so. Wenn man zur Mordkommission gehört, dann sieht man... Ich mach mal die Sirene aus. Dann sieht man halt auch Leichen. Und dank des Black Dahlia Killers sind die halt auch ziemlich übel zugerichtet teilweise. Tatort. 0:12 Uhr. Galloway, homicide. Seen secure. The rest of the patrolmen are going door to door canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m. But it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much she was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Ich dachte mir auch gerade, diesmal angezogen, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Schauen wir uns die Leiche mal an. Oh ja, die Spuren am Hals, die kommen mir bekannt vor. So, haben wir irgendwelche Sachen, wo du jetzt drauf eingehen willst? Scheinbar nicht, ne? Ah, jetzt doch. It appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. Dass er sich so für das Kleid interessiert, erstaunlich. Na gut, von mir aus. Dann werden wir dort auch nochmal vorbeischauen. Erstmal die Arme untersuchen. Irgendwas? Achso, diese Spuren an den Armen wahrscheinlich, oder? Oder auch nicht? Vielleicht ist das auch bloß Erde, das kann auch sein. Aber weil von Reifenspuren geredet wurde, dachte ich vielleicht, dass es das ist. So, hier wäre jetzt aber interessant der Ring. Gibt es einen Ringfinger, einen Verletzten? Diesmal nicht. Das ist ja ungewöhnlich. Mal was anderes. Der Fall könnte ja tatsächlich mal Abwechslung bringen. Ein bisschen zumindest. So, kannst du den Körper denn auch noch untersuchen? Oder gibt's bloß... Nee, Cole, die Mitte? Nee, okay, ich glaube, ich kann nicht mehr untersuchen. Nee, das Handgelenk, das will ich gar nicht. Das haben wir schon gehabt. Na gut. Mit den Schuhen, das würde mich noch interessieren. Du hast doch gerade hier festgestellt, ich würde gern zumindest mal den einen Schuh sehen, damit wir den anderen... damit wir den anderen erkennen könnten, wenn wir ihn denn mal irgendwo sehen würden. Aber da will er nicht hinschauen. So, was haben wir denn hier Schönes? Fußspuren. No drag marks. Oh, die waren aber... moving around, surveying the scene. Die waren aber schlecht rein gemodelt gerade. Die sind ja richtig gefloatet durch die Gegend. Da würde mich mal die Größe interessieren. Aber gut, schauen wir uns erstmal weiter um. Die Reifenspuren. Our driver and our killer are most likely one and the same. Das ist anzunehmen. Nicht zwangsweise, aber naheliegenderweise. Und mehr gibt's auch schon nicht mehr an dem Tatort. Hm, war nicht viel. Geld? Warum liegt hier Geld rum? Aber warum liegt hier ein Bündel Dollarscheine rum? Oder 5-Dollar-Scheine oder was das war? Gehört nicht zum Fall, ist aber trotzdem irgendwie merkwürdig, muss ich sagen. Na gut, sprechen wir mal mit dem Gerichtsmediziner. Vielleicht hat er noch ein bisschen mehr zu erzählen. Not now, Phelps. Okay, dann nicht. Sorry. This guy was willing to rat his own. Oh, was geht jetzt los? Wer ist das denn? Eine Frau?
Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Okay. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Ich bin gespannt. Lass hören. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. An awful hobo. Ja gut, ich habe keinen Grund, irgendwas anzuzweifeln dabei. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Okay. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Das war eine schnelle Befragung. Äußerst schwierige auch. Okay, wir gehen erstmal kurz da drüben dran. Ich nehme mal an, um die Adresse der Wäscherei herauszufinden. Wäre jetzt zumindest naheliegend. Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks, ma'am. Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal zuerst vorbei bei dem Hobo Camp und danach schauen wir mal bei der Wäscherei vorbei. Okay, Galloway sitzt schon wieder im Wagen. Ja, ich würde auch, wobei es regnet nicht, doch es regnet immer noch, würde ich auch im Wagen warten und Phelps die Arbeit machen lassen. Ich meine, Phelps macht ja sowieso immer die Arbeit, die anderen machen ja nie was. Aber deswegen wird er ja auch befördert. So, erstmal zum Obdachlosenlager. Großes Landstreicherlager unter der Brücke. Das ist eine gute Beschreibung. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, I guess we ought. Schauen wir mal, ob das wirklich jetzt der richtige Hinweis ist. Aber ich denke mal, die werden das nicht ganz ohne Grund eingebaut haben. Könnte natürlich sein, dass es einfach nur eine falsche Spur ist, die sie legen wollen. Wer weiß. Oui. Calm down. Interessant. So kann man auch. So kann man auch fahren. Ich meine, alle anderen müssen dann zwar aufpassen, dass wir nicht unter die Räder geraten, aber wir kommen recht schnell zum Ziel, glaube ich, auf diese Art und Weise. Ja, in der Tat. Oh, halt, hier kommen wir gar nicht durch. Das ist aber schade. Dann machen wir mal gleich wieder raus auf der anderen Seite des Hauses. Der Hausbesitzer wird sich auch denken, was für ein Assi fährt denn hier um mein Haus drumherum. Es hilft, wenn ihr nicht wie die aufgeschreckten Hühner auf der Straße rumrennt. Möchte ich mal so anmerken. Na gut, schauen wir erstmal hier nach. Beim Obdachlosencamp und danach dann auf zur Wäscherei, es sei denn, wir kriegen einen neuen Hinweis. Ich nehme mal an, unser Obdachlosenführer wird nicht da sein. Obdachlosenlager 0.30 Uhr. Grumble, mumble, grumble. We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in two wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. The bum isn't here. We should follow the enemy. These guys can wait. At least the rain stopped. You can change back into those white bucks now. So, schauen wir erstmal hier. Vielleicht weiß ja irgendjemand calling das. Calling you stupid? Would be an insult to stupid people. Na haha, wie lustig. Das war so rhetorisch gewandt, ist es unglaublich. So, irgendjemand wird uns doch bestimmt helfen können hier, oder? Irgendjemand? Ihr vielleicht? An Englishman, an Irishman, a Scotsman walk into the bar. The bartender looks up and says, "What is this? Some kind of joke?" Mensch, die sind ja richtig wortgewandt und witzig hier. Unglaublich. Ja, sorry, ich muss mal ab und zu ein bisschen rumpöbeln, da redet ja keiner mit mir. Du auch nicht? Irgendjemand muss doch hier mal was sagen.
There are three kinds of people. Those who can count, and those who can't. Ha ha! Der war bald besser als der mit dem Bar-Dingens, der überhaupt nicht witzig war. So, ich glaube, das ist hier irgendwie eine Sackgasse, ne? Immerhin haben sie eine Blues-Musiker, Musiker sage ich schon, Musiker, das ist doch auch ganz schön. Damit man es abkürzen kann. Sorry. Ja, lass die Mundharmonika auf dem Boden liegen. Ich glaube, hier will wirklich niemand mit uns reden, kann das sein? Wir können es auch gar nicht versuchen erst, also... Nee, es reagiert auch wirklich niemand auf uns hier. Das ist ein bisschen seltsam. Irgendjemand hier drin? Oh! Sag bloß, wir sind ja am richtigen Ort. Was nichts Besonderes, aber es zoomt ran, das ist ein bisschen merkwürdig. Sag bloß, ich habe durch Zufall die richtige Hütte gefunden. Ich meine, es ist auf jeden Fall ein Kriegsveteran hier, aber... Nee, das war jetzt nur, weil ich das Ding in die Hand genommen habe, okay. Try that again, asshole. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich kann ja mal hier drüben schauen, ob wir hier irgendwo noch reingehen können, aber... Doch, können wir sogar. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich nichts weiter, was wir finden werden. Sorry, wenn ich randaliere, aber... Naja, hässlicher als vorher ist es jetzt auch nicht. So, wo kommen wir denn hier wieder raus? Ich glaube, das hat keinen Sinn. Lass mal gehen. Wir hätten auf Galloway hören sollen. Der gibt zwar einen Fick auf die richtige Auflösung der Fälle, aber... Naja, ab und zu ist seine Intuition vielleicht gar nicht so falsch. Galloway, kommst du? Ich mach dabei mal hier. Bis du da bist. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on it. Yeah. This one didn't. I'm failing to follow. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Finde ich jetzt aber auch merkwürdig, wenn er das sofort mit den anderen Fällen vergleichen will. Denn das ist tatsächlich eine andere Vorgehensweise. So, hier schauen wir mal kurz, wo das ist. Wir sind... Das war das Obdachlosenlager? Nee, das ist mir zu sehr in die andere Richtung, auch wenn das gar nicht so weit weg ist, aber ich will jetzt nicht erst wieder in die andere Richtung fahren. Tatort, Wäscherei, okay. Wie fahren wir denn da am besten? Ich mache jetzt mal links rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rechts. Ach du Scheiße. Na gut. Schauen wir mal. 1, 2, 3. Lass mich mal kurz durch hier. 4, 5, okay. Gut, okay. Das ist ja gar nicht so schwer zu zählen, wie ich dachte. Ja, wie wieder eine Obdachlose gesagt hat. Die einen können zählen, die anderen nicht. Und es gibt drei Typen von Leuten. Ja, ich gehöre zu Nummer 3. Gut, ich weiß jetzt noch nicht so ganz, worauf Cole hinaus will, wenn er hier zur Wäscherei macht. Aber wir können ja mal schauen. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wer die Leiche ist. Vielleicht können wir es darüber rausfinden. Die Nummer sollte uns ja helfen, den Auftrag herauszufinden. Ach, das ist gar keine... Doch, das ist eine professionelle Wäscherei. Okay. Ich dachte bloß gerade, weil die ganzen Waschmaschinen sind, dass das vielleicht bloß so eine Selfmade ist. Und darüber sollten wir den Namen finden. Phelps & Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. Welch ein Zufall, dass ein Chinese diese Wäscherei betreibt. Wer hätte das gedacht? Mensch. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Okay, suchen wir mal wieder selbst im Buch. You wrote the number down on that dress, is it there? Ich hab's leider gerade schon wieder 1263 war das, ne? Glaube ich. Habt ihr das nicht gesagt? Kann ich hier. Nee, will ich ja gar nicht. Wie blätter ich denn um? Kann ich umblättern? Jetzt stand gerade was oben, aber ich habe nicht drauf geachtet.
Kann ich nochmal irgendwie kurz die Hinweise checken? Nein, ich möchte nicht die Orte haben. Hinweise. Hier, der Wäschereizettel. 1363, Entschuldigung, da habe ich mich etwas vertan. Ja, nein, ich möchte das nicht so machen. Ich möchte hier. Flup. 1363, da war ich ja fast schon auf dem richtigen. Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. Wunderbar. Okay, gibt's noch irgendwas anderes, das wir mit ihm jetzt besprechen müssen? Ich glaube nicht, oder? Nö. Der gibt auch einen Scheiß drauf, nochmal mit uns zu sprechen, also gehen wir auch einfach.